klingt, als ob eine Höhle in der Nähe wäre. Ich höre irgendwie diese Würmer, weißt du, diese giftspritzenden Würmer. Hä? Aber ich kann mich auch täuschen. Oder ist es ein Wunschdenken? Keine Ahnung, aber ich finde hier an der Ecke finde ich keinen Schwefel. Ich habe mich jetzt mal links rüber gearbeitet. Also nach rechts rüber, da war nichts. Weil dann könnte ich ja so ein Lichtpfeil bauen. Ah, da vorne scheint tatsächlich so eine kleine Zwischenetage zu sein. Sieht zumindest jetzt von der Höhe her aus, als wäre das so. Das ist der Baum umgekippt. Da habe ich mich verletzt. Ja, Fleisch haben wir ja noch. Baum umgekippt, ey, und genau auf meinen Arm und meinem Kopf. Jetzt habe ich Verletzungen. Brauchst du irgendwas? Nee, ich brauche nichts. Ich guck gerade hier, ob ich Schwefel oder sowas finde. Wenn ich bei uns an den Sachen angekommen sein sollte, nehme ich die direkt mit. Ein Wolf. Hab mal wieder kein Holz mehr. Zwei Stacks bin ja inzwischen leicht genug. Ja, ich glaube, da vorne ist eine Zwischenebene. Weiß zwar noch nicht genau, wie ich die treffen soll, aber. Ich gehe nicht weiter, da ist der Bär. Ach ja, stimmt, der war noch auf dem Weg. Scheiße. Ich glaube, ich habe keine Fasern mehr. Scheiße. Aber die kriegst du ja hier in der Nähe schnell. Fasern kann ich jetzt mitbringen. Ja, ich brauche nicht mehr viel. Also, im Gegensatz zu dem, was ich bis jetzt gebaut habe. Sagen wir mal so. Das ist schon noch eine Strecke, aber. Es wird auch langsam schwierig, von hier unten überhaupt noch dran zu kommen, wo man bauen will. Echt? Ja, weil es nicht mehr markiert, weißt du? Du kannst die Bauteile nur da einbauen, wo er ja markiert. Und wenn er nicht markiert, kannst du nicht bauen, logischerweise. So. Ich hab schon wieder kein Holz mehr. Doch, ich hab noch Holz. Doch, ich denke schon. Ach, ich hab ja die Faser nicht mehr. Diese. Müde. Ich versuche jetzt gleichzeitig noch Dings zu sammeln. Wie heißen so normal? Barbären oder so. Na, ist gut. Weil irgendwann ist die Flasche auch läsch.
Stairway to Heaven nenne ich das ganze Projekt hier. So. Ich kann jetzt zurückkommen, kann dir Fasern bringen. Ja, gern. Direkt auch ein paar von den Dings Points geben hier. Ja. Erstmal, ich habe einmal hier Bären. Sehr gut, und danke. Fasern, wie viel brauchst du? 200, 400, ja. 600? 400. 200, ich habe nicht mehr Platz. Im 200 liegen da. Hab ich schon. Aber ich kann mein Fleisch mal jetzt ins Feuer legen. Ich merke gerade, das habe ich noch gar nicht gemacht. Wetter. Oh ja, klar. Außer Sauerstoff, ich baue gerade Sauerstoff ab. Mal. Oh ja, hab nichts mehr. Wie hoch ist er denn noch da? Aber kannst du nicht sehen, ne? Ich müsste fast oben sein. Nochmal Sauerstoff. Weg ist hinter dir. Ja. Schick meine Wasserflasche in die Kiste rein. Da kann man nur immer rein tun und trinken. Ja. Geh mal gucken, ob ich noch weiteres Zeug kriege. Fleisch, Brot ist schlechtes Wetter. Okay. Also Regen quasi. Aber jetzt sieht man wenigstens davon.
Brauchst du eine neue Packe, oder? Ja, bald. Ist mit Holz brauchst du noch, ne, bestimmt. Ja, Holz habe ich noch, glaube ich. Weil ich kann aber viel. Ich kann ja hier stellen und dann kann ich dir das direkt nach oben bringen. Ja, ja. Brauchst du nicht immer. Genau an dem Punkt, jetzt markiert er unten nicht mehr. Pfeiler. Echt? Ne. Weil ich zu hoch bin. Okay. Er kennt das quasi nicht mehr an, dass da unten noch gut ist aus der Entfernung. Was, wenn du eine Zwischendings baust? Ja, ich muss ja jetzt nur noch hier rüber. Also viel muss ich nicht mehr. Allerdings sind wir dann immer noch nicht oben. Ah, du kriegst, ist angezeigt, wenn deine Klamotten kaputt sind. Habe ich jetzt gesehen. Okay. Wenn die reparieren muss, weil hier die Fasern Sachen. Mhm. Ach, ich bringe neues Holz. Oh, ich bin jetzt fast drüben. Ja, bin da, nehme ich um. Wie viel brauchst du? Nochmal, ich guck mal. Ja, 200. 100, 200, 200, noch was. Okay, alles klar. Passt nicht aus. Doch, aber das Problem ist, man sieht schlecht, ob man jetzt ganz unten anvisiert hat, ja oder nein. So, ich bin auf der Ebene angekommen. Aber eben noch nicht oben. Aber auf der Ebene. So, jetzt muss man von hier aus dann nochmal nach oben arbeiten. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwie Stempel bauen kann für da drunter, damit das stabiler wird. Nach da oben müssen wir, ne? Ach da, ich schätze mal, da oben müssen wir, ja. Ja. So, dann gehe ich schon mal wieder Holz besorgen. Nö, wir machen jetzt Schluss, du. Wird zu spät. Machen wir morgen weiter. Ich muss ja mit den beiden noch ein bisschen Hand spielen. Dann mach ich aber schon mal das Feuer an. Ich versuch gerade mal. Pfeiler kann ich hier nicht mehr bauen. Ich kann nur einfach hoffen, dass es so hält. Ich weiß nicht, ob ich die Querträger vielleicht. Kriege ich das hin? Solche Balken. Das kriege ich noch hin. Ob das was bringt, was ich da mache, weiß ich nicht. Na
doch, das wird etwas bringen, wenn ich das so mache. So, das sieht ja so ein bisschen wagemutig aus, die Konstruktion, aber ich denke, so hält sie erstmal. Also viel müssen wir nicht mehr hoch, das müsste eigentlich klappen. Das heißt eigentlich. Ja, mit dem Platz, den man da als Ebene hat, müsste man eigentlich das hinbekommen. Das war Mama. Oh, hallo Mama. Okay. Da bin ich ja froh. Ja, hab ich hier gezeigt. Mama, zeig dich mal, Papa, wie du aussiehst. Ich hab Mama geschminkt. Kühlschrank. Ich dachte. Oh. Das war ich. Glitzer, sie. Glitzer. Ja, Glitzer-Glamour. So. Ich habe jetzt hier oben die Brücke, die Treppe auch mal ein bisschen verbessert, dass man vernünftig rauf und runter gehen kann. Ja, gefällt mir noch nicht ganz, aber noch mal das andere Bauteil nehmen. So. Also, wir sind bis zur Ebene, sind wir. Puh, was für ein Bau, oder? So. Leck mich am Arsch. Das ist der Hammer. Und ich habe oben habe ich nur noch Querträger machen können. Ich hoffe, das ist stabil genug auf Dauer. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn der erste Sturm kommt, weißt du? Hm? Ist denn da, siehst du, da habe ich nur noch so Diagonalstützen machen können. Nur noch von hier aus da hoch dann, ne? Ja. Ach ja, ich muss ja noch meine Leiche holen, ne? Jetzt holen oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das sonst nicht despawnt, weißt du, wenn ich jetzt ausmache. Weiß ich auch nicht. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ich hole die noch schnell. Ich laufe aber rechts rum, damit ich dann nicht gehen wir besser zusammen. Nicht in den Bär hier gerade. Lauf, dann lege ich mich hier die Sachen alle da rein und kann man alles mitnehmen. Ja, mache ich auch. Warte, ich habe auch nämlich jede Menge Sachen noch an Stöcken dabei. Trinkst nämlich am besten noch mal. Ja, ist schon. Weil ich glaube, trinken musst du nämlich. Ja, ist auch so. Das noch mal rausnehmen, dann kann ich das reinlegen. Okay, dann kann ich das wieder da rein tun. So. Jetzt müsste ich eigentlich Platz genug haben. Ich muss sich das auch genug Platz haben. Okay. So, dann versuchen wir nochmal unser Glück. Fleisch, nochmal. Weg rein, so. Man kann das weiter rein. Ich würde links rumgehen, weil der Berg auf der. Rechts rumgehen, weil ja der Berg auf der linken Seite ist. Ja, da war. Da hatte ich auch irgendwo noch was gehört. Berg rechts! Da sag ich doch, da habe ich auch was gehört. Fuck! Und nachts. Also gehen wir besser durch die Mitte. Halt, da war Luft, 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 Luft. Was?
Ne, war nur Stein. Okay. Na, ich habe wieder einen Brummbär, glaube ich. Das ist ja das Problem. Du kannst ja noch nicht mal den Büffel und den Bären wirklich gut unterscheiden, ne? Das ist nur ein Schaf. Fast da. Nächste Skillung, die ich mache, muss ich gucken, dass ich große Tiere sichtbar kriege. Mhm. So, ich bin da. Da liegt alles. So, hab alles nehmen können. Ich nicht. Ich muss noch hier rum. Komm, lass mich doch da hochspringen. Alles nehmen. So. Sauerstoff brauchen wir wieder, ne? Ja, ich habe noch welchen hier in meinem Stapel. Herstellen. Okay, dann zurückgehen. So, man kann es nicht anders sagen, Icarus, ich weiß, dass da draußen nicht so viele Zuschauer bei dem Spiel sind, weil vieles einfach diesen Kampf gegen die Natur anscheinend nicht als herausfordernd empfinden. Aber ich kann es euch nur sagen, ihr täuscht euch da sehr, das Spiel hat es in sich. Auch noch mal Sauerstoff ab, ja. Mhm. Picke. Sauerstoff muss ich mal reinlegen. Ich bin bei 2. Ich bin wieder Bogen in der Hand, weil beim Anvisieren werden die mittleren Tiere. Hast du das geskillt? Ja. Nur die großen noch nicht. Na, ich habe jetzt das letzte Mal habe ich Lauftempo geskillt, also dass ich schneller laufen kann. Ist jetzt auf Stufe 1. Das ist gut. Wolf auf der linken, rechten Seite. Oh, Schwefel habe ich immer noch nicht gefunden, ne? Nee, habe ich auch keins gesehen. Ah, hier ist noch Luft. Wie viel Luft hast du? 30. Zwei Wölfe. Wo bist du denn? Bist du noch nicht hier beim Dings? Auch noch eine Kiste, ne? Ja, alles klar. Hab's ja erwischt. Das war knapp, aber ich hab's erwischt. Ich denke, die zweite Kiste ist nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt noch meine Materialien da rein tue, ist sie auf jeden Fall auch noch voll. Also die erste ist auf jeden Fall dann voll. Bam.
ich habe endlich Luft genug. Luft? In der zweiten Kiste lege ich dann noch mal ein paar Pfeile rein. So. Nee, ich hab Pfeile, brauchst nicht. Ein Stein oder? Nee, Knochen. Ich hab das inzwischen noch selber geskillt. Ich hab jetzt noch mal ein paar eingelegt. Okay. Auch noch ein Bogen. Kupfer. Bitte. Ich habe jetzt noch mal zwei Bogen gebaut, die lege ich da rein. Ich habe dir Schwefel reingelegt. Ich hatte mal eine Leiche Schwefel. Zwei Bogen, so. Noch mal fünf davon. Muss ich Steinpfeile bauen. So viel brauchen wir ja davon nicht, ne? Nö. Ach, du hast einen Level 1 Bogen. Hören, destroy. Und 36 Pfeile. Ja, hab ich mir jetzt auch mal genommen. Kann ja nicht schaden. Was man hat, hat man, ne? Genau, für nachts habe ich jetzt die anderen. Können wir dann Licht machen. Okay. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, morgen bauen wir weiter, wenn ihr wollt. Könnt ihr morgen so ab circa 19 Uhr wieder einschalten. Dann bauen wir weiter hier bei Icarus an dieser Treppe und bauen natürlich danach auch weiter an der Mission, weil wir wollen natürlich auch wieder ein bisschen, ja, Höhlenforschung machen, logischerweise. Zumindest so weit, wie es die Mission verlangt, damit wir, also die Höhlen, die so auf den Weg liegen, habe ich ja gesagt, die werden wir auf jeden Fall machen. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall eine Base bauen, sodass wir halb da auch safer sind als jetzt. Und ich hoffe mal einfach, Schäfer, genau, dass die Treppe auch einen Sturm übersteht. Nicht, dass wir irgendwann dann vom Rückweg abgeschnitten sind. Könnte ich mir nämlich vorstellen. Naja, gut. Ich danke euch jedenfalls fürs Zusehen und Zuhören und sagt bis dann. Tschüss. Und wer noch Lust hat, der kann noch dranbleiben. Gleich gibt's Hand. An den Hand. Genau. Maus. Im Feuer.